Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir durch eine Paragon-Kiste erhalten können. Und zwar ist es eine schicke Motte, die wir hier haben, die Bernstein-Arden-Motte. Diese kann in den Vorräten der Wilden Jagd drin sein, das sind die von dem Ardenwald, also von den Nightfee. Und da muss man erstmal die Nightfee einmal auf die ehrfürchtige Rufstufe bringen und danach nochmal 10.000 extra Ruf erwirtschaften, um dann dementsprechend eine Kiste zu erhalten. Und in der Kiste, in den Vorräten der Wilden Jagd, kann dann das Mount drin sein. Auf WoW Head gibt es leider noch keine Prozentchancen. Ich persönlich glaube aber, dass sie relativ hoch sind. Ich glaube, ich habe jetzt 4, vielleicht 5 Kisten aufgemacht. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und habe das Mount drin gehabt. Die anderen Mounts habe ich auch schon eingetütet, die man aus den anderen Kisten bekommen kann. Dementsprechend sind die Paragon-Mounts hier nicht zu vergleichen mit der Geschichte aus BFA und schon mal gar nicht aus Legion. Ich glaube, in Legion habe ich über 1000 Kisten aufgemacht, hier sind es 20 Kisten und ich habe alle Mounts. Also die Drop-Chancen scheinen relativ gut zu sein, genaue Daten haben wir aber leider noch nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns einmal das Mount an. Bernstein-Arden-Motte einmal gelernt. Motte. Ah ja, hier haben wir es. Ich wollte euch ja alle Motten auch gleich noch zeigen. Ich habe insgesamt 3 von 4 Motten. Und hier haben wir jetzt die Bernstein-Arden-Motte. Das ist die schöne aus der Kiste. Dann gibt es noch 2 weitere, die ich mir mittlerweile geholt habe. Die kann man einmal bei dem Rufhändler in der Wilden Jagd bekommen. Also sprich, wenn ihr da schon den Ruf hochgebastelt habt, dann könnt ihr euch die holen. Und dann gab es noch eine weitere von dem Händler, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe, die so ein bisschen heller angehaucht ist, so ein bisschen weißlich. Und eine fehlt mir noch, die ist auch von dem Händler, aber ich glaube, die kriegen nur Nightfee. Und da muss ich dann mal noch gucken mit meinem Nightfee-Char, dass ich daran komme. Die ist jetzt hier tatsächlich sogar komplett weiß. Ich muss aber sagen, hier die Bernstein-Arden-Motte ist sogar eine der hübschesten von den 3. Ein bisschen farbenfroher, hier orangelich, ein bisschen mit Pink und Lila in den Flügeln, ist auf jeden Fall eine schicke Angelegenheit und wie gesagt, sonderlich viele Kisten habe ich jetzt persönlich nicht gebraucht. Ich hoffe, ihr habt ähnlich viel Glück wie ich und damit verabschiede ich mich schon von dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, der ein oder andere konnte was mitnehmen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.